Baden-Württemberg gehört heute zu den facettenreichsten Medienstandorten in Europa. Vor allem die zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zeigen das kreative Potenzial der Region. Die Vielfalt und die Qualität der Filme, die hier entstehen, sind dabei auch ein Beleg für die optimalen Rahmenbedingungen, die Baden-Württemberg den Filmschaffenden bietet. Man spürt hier, dass die Leute ihre Gegend lieben. Die lieben Baden-Württemberg, zum Beispiel hier den See oder auch wenn man auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald dreht. Man hat jede Unterstützung. Man spürt ein Entgegenkommen, ein Wohlwollen, ein Willkommen. Und das ist eine gute Basis, um wunderschöne Dinge zu machen und vielleicht noch immer noch eins draufzusetzen. Das Schwäbische an sich ist die Zurückhaltung und die Bescheidenheit. Und trotzdem eine hohe Qualität liefernd, ja, in allen Bereichen. Ob das der Schraubenhersteller ist oder vielleicht auch der Filmproduzent. Man wird nicht zugebombt mit irgendwelchen Informationen, sondern wenn man was von ihnen will, entweder sagen sie, ja, das händ mir, oder nee, das händ mir nicht. Und sagen nicht, doch, das kriegen wir hin. Und das ist eine äußerst angenehme Arbeitsatmosphäre, finde ich. So wie jedes andere Bundesland hat eben auch Baden-Württemberg eine Spezifik. Und die drückt sich aus im Schwarzwald, auf der Alb, im Kaiserstuhl, Bodensee. Das gibt es nirgends anders. Und das ist Baden-Württemberg. Du hast landschaftlich unglaublich viel zu bieten. Du hast aber auch eine ziemlich reiche Industriegeschichte in Baden-Württemberg, die natürlich Spuren hinterlassen hat. Und das macht natürlich die Location-Situation extrem interessant. Also es gibt selten ein Bundesland, was so viele Ecken und so viele Locations hat, so viele unterschiedliche Lebendigkeiten auch hat im eigenen Bundesland wie Baden-Württemberg. Und das macht es natürlich sehr, sehr attraktiv für einen Produzenten, dort zu drehen. Jedes nur denkbare Filmgenre findet in Baden-Württemberg seine individuelle und authentische Kulisse. Ob Historienfilme, urbane Krimis oder idyllische Heimatgeschichten, sie alle profitieren von einem einzigartigen Reichtum unterschiedlichster Motive. Und dies innerhalb eines überschaubaren Radius, der auch logistisch betrachtet ideale Produktionsbedingungen bietet. Baden-Württemberg hat eigentlich alles zu bieten. Wenn Sie in den Schwarzwald gehen, da ist es dunkel, steil, auch schön, aber kalt im Winter, nicht wirklich warm im Sommer. Zum Beispiel der Schwarzwald im November, wenn der Nebel hängt oder wenn es dauerregnet, sensationell. Es gibt also Gegenden, wo man die Kamera einfach aufstellt und loslaufen lassen kann. Und es gibt immer ein grandioses Panorama. Dann gehen Sie an den Bodensee, da ist es lieblich. Sie haben ja an der Reichenau, ist ja fast nördliches Mittelmeer. Der See an sich ist spektakulär. Am liebsten würde man am ganzen Tag nur die Kamera auf den See halten, weil die Farbe des Wassers sich verändert, die Prägnanz der Hintergründe, das Licht und alles. Also macht Spaß zu filmen. Man sagt Schwäbisch-Sibirien, das ist die Schwäbische Alb, der Ostteil davon. Weiter Blick, helle Kalksteinfeldwege, Höhlen, Schlösser. Wenn man dann rüber geht nach Freiburg, dann wird es schon fast französisch, lässig. Große Weinberge, die Rheinebene. Und wenn Sie nach Norden gehen, Richtung Mannheim da oben, wenn Sie ganz im Norden von Baden-Württemberg sind, mehr Arbeiterstadt, mehr so. Es gibt, wenn man so will, die Bronx, die harten Gegenden in Mannheim oder in Teilen von Stuttgart. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt von Stuttgart, dass, wenn man dort auf Location-Suche geht, doch sehr viel Unterschiedliches findet und man seinen Film auch so designen kann, wie man es gerne haben möchte. Ich glaube, dass das, wenn man so will, typisch deutsche Städte sind. Und das ist ja etwas sehr Schönes, wenn man authentische Orte hat. Das ist so ein Stück Heimat, finde ich. Ein besonderes Stück Heimat, was so spezifisch ist. Jede Region ist sehr, sehr speziell, aber das macht eben auch den Reiz aus. Übrigens im Unterschied zu Bayern. Also Bayern ist viel, viel homogener. Baden-Württemberg hat sehr, sehr viele unterschiedliche Ecken, wo du drehen kannst. Und die Bevölkerung ist auch ganz unterschiedlich. Und diesen Lokalkolorit kannst du natürlich wunderbar benutzen. Baden-Württemberg hat von außen betrachtet die Schwierigkeit, nicht nur ein Zentrum zu haben, aber von innen betrachtet ist es eher ein Vorteil. Wir haben dem Rechnung getragen, indem wir als Filmförderung zusammen mit den diversen Regionen insgesamt inzwischen 5 Filmcommissions hier in Baden-Württemberg etabliert haben, die exzellent weiterverweisen an Dienstleister in ihren jeweiligen Regionen.
Die Film- und Fernsehproduktionen, die hier entstehen, gewinnen aber nicht nur durch die besondere Location-Vielfalt Baden-Württembergs. Auch die unterstützende Film- und Medienpolitik des Landes sowie die MFG-Filmförderung sind seit Jahren engagierte und verlässliche Partner für Autoren, Regisseure, Produzenten und Sender. Wir haben versucht, einem ganz bestimmten, wenn ich das sagen darf, publikumsträchtigen Arthouse-Film, ich hoffe, dass es das gibt, aber wir hoffen auch, dass wir ihn finden, den zu unterstützen. Wir haben lange Dokumentarfilme unterstützt und wir versuchen natürlich auch die Animationsszene, die in Baden-Württemberg sehr stark ist und die um die Filmakademie herum entstanden ist, zu unterstützen. Also dieser Doppelblick von Gabi Rödemeier und ihrem Team zu sagen, hier ist Nachwuchs, den wir fördern, hier sind ganz ausgewählte Talente, die direkt von den Schulen kommen und hier sind die großen Projekte. Also diese Balance zu finden, das ist eine außergewöhnliche Leistung der Jury. Du hast hier gerade in der frühen Phase, der Entstehungsphase von Filmprojekten, eine Reihe von Fördermöglichkeiten, die du ausschöpfen kannst, das Incentive Funding, die Development-Förderung an sich oder auch sowas wie der Baden-Württembergische Drehbuchpreis, der mittlerweile ein Qualitätsgütezeichen geworden ist. Das ist also eine Förderung, die nicht nur einmal bei einem Projekt in Erscheinung tritt, wenn man den Antrag stellt, sondern wirklich davor und danach wirklich sehr kontinuierlich auch berät, unterstützt, hilft. Und das ist was wichtig ist, weil Film ohne Partner nicht funktioniert und da koppelt sich die MFG also nicht ab, sondern gliedert sich in diesen Prozess ein. Aus meiner Sicht gibt es persönliche Betreuung bei der MFG. Also ich hatte immer die Möglichkeit, wirklich eine Person für ein bestimmtes Gebiet anzufragen, ob das jetzt Gabriele Rothemeier war, als es darum ging, wird das Projekt gefördert oder nicht, oder dann eben später die konkrete Unterstützung, wenn es um die Suche nach Locations geht oder Empfehlungen für Location-Scouts oder mit Leuten, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Das war einfach eine gute Betreuung dort. Wir haben mit Frau Rothemeier einen sehr engen und schnellen Draht, der uns bei der Projektrealisierung bisher sehr, sehr geholfen hat. Und selbst wenn es dann mal ein Nein ist, muss man sagen, dass ein schnelles Nein immer noch tausendmal mehr wert ist als ein spätes Nein. Vor allem die Filme des Nachwuchses erfahren eine besondere Unterstützung der Filmförderung. Gemeinsam mit engagierten Produzenten entstehen auf diese Weise berufliche Perspektiven nach der Ausbildung. Eine Ausbildung, die mit der Filmakademie Ludwigsburg ohnehin immer wieder neue Maßstäbe setzt. Auf diesem Nährboden entstehen die verschiedensten Filmprojekte zwischen Arthouse und Mainstream. Projekte, die ihrerseits wiederum Impulskraft haben für die Weiterentwicklung des Medienstandortes. Also ich kann von der Ausbildungsleistung in Ludwigsburg sagen, dass die Mehrzahl der Teams, die dort arbeiten, hochkarätig gut arbeiten. Ich nehme jetzt mal Tsunami, was einer der nicht nur bestverkauftesten Movies in der Welt ist, sondern auch einer der größten Quotenrekorde bei ProSieben war. Das ist ein Film, der komplett innerhalb Ludwigsburgs hergestellt worden ist und ausgehend von Ludwigsburg so ein riesiger Erfolg geworden ist. Das ist ein kleines Beispiel, was eine große Wirkung hat und davon wünsche ich mir viel, viel mehr. Du arbeitest natürlich auch mit Absolventen, mit Filmakademie-Studenten zusammen und das bringt immer frischen Wind auch in die Produktion. Du hast ständig neue Impulse durch Leute, die neue Techniken ausprobieren wollen, die dich mit neuen Dingen wieder konfrontieren. Und die Kontakte, die entstehen im Laufe eines Studiums, wenn man über 3-4 Jahre miteinander studiert, die bleiben ein ganzes Berufsleben auch bestehen. Der große Reiz von Baden-Württemberg ist die Vernetzung von der Filmakademie, von dem Nachwuchs plus Institut für Animation in dieser Location Ludwigsburg-Stuttgart. Und das ist eine unglaubliche Infrastruktur, die aufgrund der Akademie und aufgrund des Instituts für Animation da bereits steht. Also die Studio-Facilities, die beide Institute haben, ist schon mal eine riesige Leistung. Jetzt kommt die Theaterakademie noch dazu. Das ist, wenn man so will, ein Schmelztiegel von Kreativität, den es in dieser Art in Deutschland überhaupt nirgendwo anders gibt. Der Pool an Dienstleistungen, die wir hier in der Region haben, der ist eigentlich ganz komplett für den gesamten Herstellungsprozess. Wir haben genauso die Autoren, wir haben die Kostümbildner, wir haben die Szenenbildner, wir haben die Beleuchter, wir haben die technischen Leute, wir haben die jungen Talente und in allen Bereichen eben auch die Profis. Es gibt in Baden-Württemberg genau dasselbe Know-how in allen technischen Bereichen wie beispielsweise in Berlin. Ich würde sogar sagen, dass es in Baden-Württemberg familiärer zugeht. Die Leute kennen sich besser, man ist mehr unter sich, also man hat eine ganz andere Vernetzung, eine viel intimere Vertratung auch im kreativen Bereich. Das hilft enorm.